Pause. Mal gucken, ob ich treffe. Mist, daneben. Nochmal. Und wieder daneben. Jetzt schaffst du es bestimmt. Pussy. Flugscheiße. Du bist gemein. Ich kann das viel besser. Du, Chrissy, was machst du? Ich mach grad ein bisschen auf Instagram schauen und mit Freunden schreiben. Was ist los? In der Schule, da hat mich eben mal ein Junge heute und gestern ganz doll geärgert. Und man ist in deiner Klasse? Ja. Soll ich mal sonst mitkommen zur Schule und mir das mal angucken? Mhm. Okay, dann soll ich morgen mitkommen? Ja. Okay, dann komme ich morgen mit. Hey, sag mal, warum bist du nicht eigentlich direkt zu Mama gegangen? Weil ich habe es mich nicht getraut zu sein. Deswegen wollte ich erst mal zu dir gehen. Ach so, okay. Na dann, ne? Wie gesagt, dann komme ich morgen mit und guck mir das mal an. Okay. Dann könntest du das vielleicht in der Schule aufnehmen? Du, eigentlich mache ich das ungern, ne? Weil das hat was mit Datenschutz zu tun. Aber da du ja meine kleine Schwester bist und ich das Mama zeigen muss, weil sie ja gerade nicht da ist, kann ich das gerne machen. Aber sobald das wirklich gegessen ist und geklärt ist, muss ich es aber löschen, ne? Mhm. Okay, super. Das schicke ich jetzt, Mama. Och nein, Kacke, jetzt habe ich das dem Bruder geschickt. Nicht der, der sollte es doch gar nicht kriegen. Jetzt kommt wieder bestimmt so ein Drama. Hallo Lukas. Ja. Hast du kurz Zeit? Wir müssen mal kurz eine halbe Stunde auf Lehrerzimmer. Komm mal bitte weg. Was ist denn los? Lukas, vielleicht kennst du mich ja. Ich bin ja der Lehrer von deinem großen Bruder Markus. Und in seiner WhatsApp-Gruppe hat ein Video die Runde gemacht, das zeigt, wie du Lena mobbst.
wusste gar nicht, dass mein Bruder sowas gemacht hat. Und ich habe ja noch kein Handy, deswegen habe ich das gar nicht mitgekriegt. Ach so, du wusstest das also gar nicht? Ich kenne das, wenn man alleine ist. Aber man muss dann ja nicht immer jemanden ärgern. Es gibt auch andere Wege, verstehst du? Okay, habe ich verstanden. Warum hast du das denn überhaupt mit Lena gemacht? Weil mir war so langweilig und dann ist mir das auf einmal so in den Kopf gekommen. Ich würde es gut finden, wenn du dich bei Lena entschuldigst. Kannst du da bitte mal den Zettel aufheben, der da auf dem Boden liegt? Dankeschön. Lukas, du musst wissen, Cybermobbing ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Das Internet ist eben ein Stück weit unkontrollierbar. Wenn ein Video im Internet existiert, dann ist es sehr, sehr schwierig, dieses zu löschen. Das heißt, Lena könnte durch dieses Video lange Probleme haben, weil es eben immer noch im Internet zu finden ist. Deswegen ist ein ganz, ganz verantwortungsvoller Gebrauch mit dem Internet sehr wichtig. Und ja, das ist ja am Ende auch nicht deine Schuld. Du hast es ja nicht weitergeschickt oder du hast es nicht verbreitet. Aber ich habe auch schon mit deinem Bruder gesprochen und er hat verstanden, dass er eben solche Inhalte nicht verbreiten darf. Okay, habe ich verstanden. Heute schaffe ich es. Entschuldigung, Lena. Ja, angenommen. Könnten wir vielleicht Basketball spielen? Bist du verrückt? Natürlich. Komm her. Du musst ihn so halten und werfen. Du hast ihn so getroffen. Okay. Hast du Lust auf ein kleines Spielchen? Na klar. Entschuldigung, was mein Bruder da gemacht hat mit ihrem Internet. Ja, ist schon okay. Okay, dann bis morgen.